Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Folgert, lieber Kollege Dombrovski, ich habe es natürlich geahnt, es musste irgendetwas mit dem BER zu tun haben, wenn wir über dieses Thema reden. Aber da will ich gar nicht drauf eingehen. Ich freue mich zunächst mal vernommen zu haben, dass man in der SPD-Fraktion ja schon Einigkeit hergestellt hat, dass man was, ich sage das ausdrücklich, für die Ruderalfluren tun will. Das ist der ökologisch richtige Fachbegriff. Ne, dann versteht man das nämlich im MUGV. Wenn man da von Feldrandstreifen redet, dann versteht man das vielleicht im MIL. Also von daher haben wir da ja schon, auch was die fachliche Seite anbelangt, dann eine Verständigung erzielt. Ansonsten muss ich mich natürlich so ähnlich, wie ich das gestern zur Aktuellen Stunde Gesundheitspolitik bei der SPD getan habe, natürlich bei den Grünen ganz herzlich für das Thema bedanken. Ich hätte es mir nicht träumen lassen, dass ausgerechnet die Grünen mal, zumindest was die Farbgebung der Biene anbelangt, ein originäres gelb-schwarzes Thema beantragen. Also von daher, umso lieber spricht man natürlich dazu. Und natürlich ist dieses Thema auch unabhängig von diesem Aspekt absolut berechtigt. Denn man kann ja nicht, wie mit dem berühmten Biene-Maja-Lied singen, in einem unbekannten Land vor gar nicht allzu langer Zeit. Nein, das Thema ist ganz real und es hat tatsächlich einen großen Bezug zu Brandenburg. Die Probleme sind alle ausreichend geschildert worden. Ich denke, ich würde mich jetzt hier wiederholen, wenn ich noch mal die ganzen Problemlagen aufgreife, und ich glaube, wir sind uns eben alle darin einig, dass die Bedeutung der Bienen für die Artenvielfalt in unserer Kulturlandschaft und für die Landwirtschaft von großer Bedeutung ist. So hat man mir das jetzt hier aufgeschrieben, um nicht zu sagen von essentieller Bedeutung. Jetzt hätte ich natürlich das gerne in allen Details erklärt, was essentiell bedeutet, also wie das mit den Bienen und mit den Bienchen funktioniert. Ich weiß aber nicht, ob ich das so ganz formal der Geschäftsordnung hinkriegen würde. Das ist so ein, ja, ich weiß, das ist so ein ganz, ganz schwieriges Thema. Aber Kollege Jungklaus hat ja quasi sozusagen in der Konsequenz alles mit Einstein geschildert, mit den 4 Jahren. Also von daher kann man sich dem letzten Endes nur anschließen. Aber eine Sache finde ich auch noch interessant: der ökonomische Wert von Bienen ist hoch, und zwar nicht nur durch die Erlöse aus dem Verkauf von Produkten aus der Bienenhaltung, eben, sondern auch durch die Bestäubungsleistung. Und man schätzt ja, der Wert der Bestäubungsleistung ist volkswirtschaftlich betrachtet sogar um ein Vielfaches höher als das, was aus den Produkten sozusagen generell beim Verkauf generiert wird. Also von daher freue ich mich, dass wir hier der Tradition ja in gewisser Weise folgen, auch mal Themen aufzugreifen, die vielleicht so auf der normalen Agenda nun nicht ganz, ganz weit oben stehen, und hier diese Sachen in den Fokus zu rücken. Was die Anträge, die hier vorliegen, anbelangt, natürlich stimmen wir einer Verweisung des Originalantrags von Bündnis 90 Die Grünen in den Ausschuss zu, um dort gegebenenfalls gerne noch mal zu diskutieren. Mit dem Antrag selbst haben wir so ein paar kleine Probleme, sage ich mal. Kollege Jungklaus hat so schön mit einem Satz in seiner Rede, mit so einem typisch, sorry, wenn ich das jetzt sage, aber es hat einfach so schön gepasst, mit so einem typisch Bündnis 90 grünen Satz auf den Punkt gebracht. Also ich habe es mir extra aufgeschrieben, als er sagte: Ein Verbot ist die einfachste Maßnahme. Das stimmt sogar, die einfachste ja, aber ob die sinnvollste? Das ist immer so eine Frage, das wurde hier auch schon angesprochen, was Pflanzenschutzproblematik anbelangt. Also das hätten wir dann wirklich gerne im Ausschuss noch mal diskutiert. Ansonsten liegt ja ein Entschließungsantrag der Regierungsfraktionen vor. Da ist es nun genau umgekehrt, ja, was so die Wahrheiten, die Feststellung der Grünen anbelangt. Das wird da so ein bisschen vager an der einen oder anderen Stelle gelassen. Aber, und das sage ich ausdrücklich, es ist ein Punkt drin: der zuständige Minister soll dann ja im 4. Quartal einen Bericht halten. Und da dieser Bericht ja sozusagen an das MIL delegiert wird, stimmen wir dem dann natürlich auch zu. Bei einem anderen Ministerium weiß ich nicht, ob wir das dann so ganz geschafft hätten. Da wäre die Debatte vielleicht etwas schwieriger gewesen. Und ansonsten will ich mich abschließend noch ganz herzlich bei den Kollegen bedanken. Wir hatten im Vorfeld auf Facebook ja schon eine sehr, sehr intensive Diskussion zu diesem Tagespunkt. Hat sich gelohnt. Also von daher werbe auch ich dann schlussendlich für die Zustimmung des Entschließungsantrages. Vielen herzlichen Dank.